Es kann, glaube ich, Flammwurf und so lernen, ne? Ja, da will ich nicht drin bleiben. Wieso hat jedes zweite verfickte Pokémon Wegsperre, Alter? Said I'm willing to ride for the shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas say that I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt and I don't be hiding the shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards, I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear some more rapping, I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu HoloX. Wir kommen frisch aus der Pokéball-Fabrik. Und was auch mit Pokébälle zu tun hat, ist natürlich ein Pokémon. So, unser neuestes Mitglied ist Dugout auf 46. Hat leider minus Angriffswesen, was ein bisschen traurig ist. Aber ist, glaube ich, ganz okay. Hoffen wir es. Des Weiteren hat es Hagelalarm. Wir schauen mal gleich, was für eine andere Ability es hat. Dann trägt es als Item Überreste und hat die Attacken Dampfwalze, Protzer, Samenbomben und Synthese. Der Rest ist relativ gleich geblieben. Ich frage mich halt tatsächlich, wann zum Beispiel Doppli noch eine richtig kranke Attacke lernt demnächst. Also kann schon gut attacken, aber eine kranke. Melody müsste irgendwann auch demnächst Hydropumpe, glaube ich, lernen. Hoffen wir es. Und der Rest, mit dem Rest bin ich eigentlich zufrieden. Ja, mit G bin ich zufrieden. Rocky könnte noch eine kranke Attacke lernen. Chief bin ich eigentlich zufrieden mit dem Moveset soweit. Aber ja. Genau. Fähigkeitenkapsel wollten wir noch benutzen. Fähigkeitenkapsel da. So, bitte sei was Gutes. Bitte irgendwas, mit dem ich was anfangen kann, weil Hagelalarm. Ja. Bringt mir jetzt gar nichts. Ich habe keinen Blizzard. Und bis Melody Blizzard lernt, dauert es noch lange. Von daher. Come on. Großbrand. Wow. Das ist hart. Aber ich glaube, ich mache es. Weil Hagelalarm könnte mich killen. Der dauerhafte Schaden könnte mich killen und ich habe schon Sandsturm. Und Hagelalarm bringt mir halt gar nichts. Bringt den Gegnern eher was. Ja gut, Großbrand bringt mir halt auch nichts. Aber immerhin profitiert davon dann gar keiner. Cool, ist so gesehen das Pokémon Ability los, also hat keine Fähigkeit. So, Route 15, das heißt neuer Encounter. Das wiederum heißt aber auch neue Trainer, starke Trainer. Ich hoffe, es ist ganz gechillt heute. Ich habe heute Bock auf so einen richtig gechillten Part. Ich hoffe natürlich ihr auch. Wenn ja, sei es drum, dann lasst den ganzen doch einen Daumen nach oben rum. Wait. What? Wollte eigentlich einen Reim daraus machen, aber irgendwie hat sich das nicht gereimt. Ich wollte sagen, warte, sei es drum, dann pack den Daumen nach oben rum. Yeah, das reimt sich so. Okay, die anderen werden sich wahrscheinlich wieder aufregen, dass ich reime oder irgendeine Scheiße erzähle, wie immer. Gut, nein, aber wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mord, so wie immer. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ja, seid ihr nicht neu auf dem Kanal, hat aber noch nicht abonniert, dann drückt doch den Abonnier-Button. Wäre sick, wir sind kurz vor 900 Subs. Ja. Wäre cool, wenn wir die 900 knacken und dann sind wir auf zu den 1000. So, ich würde einfach mal behaupten, wir machen eine Drachenklaue. Die relativ gut Schaden macht dafür, dass es resisted ist. Das ist not bad. Das ist not bad. Das Teil ist aber auch, ne, 9 Level unter uns. Ist okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach in. Oh. Ich würde sagen, wir gehen einfach in Chief. Er hat sich dann erledigt. Felsgrab. Junk. Und tot. Nice. Cool. So. Ich bin Erdbeben. Habe ich nicht noch gerade gesagt von einer heftigen Attacke oder so? Irgendwas Geiles? Da ist es. Leider in Doppelkämpfen useless, aber ansonsten echt geil. Charm hat uns jetzt nicht viel gebracht, ne? Aber das reduziert halt den Angriff minus 2. Was mir eventuell den Arsch retten könnte. Knirschers
zur Coverage ganz geil. Felsgrab und Drachenclaw lasse ich wegen Stab. Ich mach Charm weg. Ich werd's bereuen. Aber eine Bodenattacke kann nicht schaden. Vor allem gegen Eis-Pokémon. Auch wenn ich eigentlich gegen Eis-Pokémon nicht drin bleiben möchte. Aber ja, kann trotzdem nicht schaden, denke ich mal. Es überlebt. Er hat Knuddler. Ja, okay, natürlich hat er Knuddler. Macht ja auch nur Sinn, aber... Jesus. Okay. Das war knapp. Ich glaube, wir wären gestorben. Auch wenn wir 10 Level drüber waren. Ich glaube, wir wären hin. Yep. Glaube, wir wären dead. Gut. Der Crit hat nicht gemattert. Okay. Gegen Terrybugs und so muss ich wirklich aufpassen. Auch wenn das jetzt normale Trainer sind und ich eine entspannte Folge machen möchte, muss ich tatsächlich noch aufpassen. So, was ich sagen wollte, ist, ich werde die Encounter hier, glaube ich, vorerst nicht mitnehmen. Und hoffentlich beißt auch nichts an, weil ich glaube, war das diese Route, wo es diese Ruine gab, also das Haus? Obwohl, im verlassenen Haus, was... Oh, was habe ich da reingetan? Level 41, okay. Felsgrab sollte killen, effektiv. Ha. Ich glaube, ich gehe mal kurz in Melody. Ich weiß nicht, ob er eine spezielle Attacke hat, aber ich will es nicht riskieren. Wir waren zwar schneller, aber ich will es nicht riskieren. Angeberei. Er hatte, glaube ich, nichts. Na gut, okay. Trotzdem. Eisstrahl, weil Step. Come on, Melody. Doppelflügel. Das macht Schaden. Ja. Hat ganz guten Schaden gemacht. Auch wenn er dann nicht profitiert von Ränkeschmied, wenn er Doppelflügel einsetzt, aber trotzdem. Starke Attacke. Starke Attacke. So. Kramchef down. Okay, hier könnten wir schwimmen. Ich weiß nicht, ob das die Route ist, wo es das Haus gibt. Bin mir aber teils sogar sicher. Tränke haben wir noch ein bisschen. Ich habe ja... Nachschub besorgt. Ja, kein Problemos. Ich brauche mal einen Schutz. Können wir das nicht irgendwie sortieren oder so? Danke dafür. Wie sortiert man die Scheiße nochmal? Ah, mit Select. Nach Kategorie bitte. So. Ein Schutz sollte dann, glaube ich, irgendwo oben sein. Sollten wir eins besitzen, oder? Nein. Wir haben noch Pilz, die wir verkaufen können. Da, wir haben nur einen normalen Schutz. Aber das sollte auch reichen. Ich hau mal Dewgoat nach vorne, weil noch 46. Ich glaube nicht, dass die Encounter hier 40 rum sind oder so. Die Pokémon, die Wilden sind hier bestimmt Anfang 30, Mitte 30 oder so. Dudengard. Ja, cool. Da habe ich gerade ein Pokémon rausgehauen, was Erdbeben gelernt hat. Aber wir könnten Dampfwalze machen. Ist halt nur kein Stab. Ich glaube, ich mache einen Protzer. Und dann eine Dampfwalze. Weil so können wir auch seine Attacken etwas besser tanken. Er macht selber Eisenabwehr. Ja, gut. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr, oder? Gucken wir mal. Dampfwalze. Ja. Es geht. Es geht. Er macht uns selbst keinen Schaden. Dann würde ich sagen, speede ich einfach mal eben den Kampf. Und während der Kampf hier abgespeedet wird und der Sound eklig ist, rede ich einfach drüber.
So, okay. Schlitzer juckt uns nicht. Dampfwalze, das sollte gut Schaden machen. Nice, perfekt. Wir heilen uns mehr, als er uns Schaden macht. Das ist an sich perfekt. So, und dann sollte das Durengard auch down sein. Nice, okay, cool. So. Dewgoat Strong. Warte mal, haben wir 173 KP? Habe ich das gerade richtig gesehen? Damn, boy. Damn. Okay. Der Boy hat eine Menge KP. So. Einmal links rum. Da ist ein Trainer, aber ist okay. Die nehmen wir alle mit. Warum denn auch nicht? Ich hoffe nur, das ist wirklich die Route mit diesem Haus. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn nicht, ist ja egal. Können wir im Nachhinein noch einen Encounter fangen? Das ist ja nicht schlimm. Samenbomben! Bup, 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 bup. Tangolos, ha? Huh? Es kann, glaube ich, Flammenwurf und so lernen, ne? Ja, da will ich nicht drin bleiben. Da will ich nicht drin bleiben. Auch nicht in Melodie. Wir gehen einfach in Chief. Wieso hat jedes zweite verfickte Pokémon Wegsperre, Alter? Wie ultra nervig ist das denn? Alter, diese Route ist Wegsperre. Sein Urgroßonkel. Abschlag. Das ist jetzt nicht so cool. Aber ich kann Protzer spammen. Das ist immer eine andere Sache. So. Gigasaurer. Das resistet. Das macht jetzt nicht so viel. So, ich würde sagen, ich speede das Ganze. Er hat, glaube ich, keinen Flammenwurf. Hoffen wir. Mal. Gigasaurer ist okay. Dampfwalze. Vielleicht macht Samenbomben sogar mehr Schaden bei Stab, auch wenn es resistet ist. Das war ein Crit, aber Jesus hat das Schaden gemacht, okay. Ach so, natürlich, er hat noch eine Top-Genesung. Ja, warum denn auch nicht? So, wir waren schneller, safe, bumm, tot, nice, okay, cool. Okay, krass. Gut, so viel zu heute mal ein bisschen entspannter. Alle Kämpfe sind ja noch entspannt im Gegensatz zu den Arenenkämpfen oder so. So. Dann geht's hier weiter. Und hier endet es. Okay. Ja, vielleicht. Oh, ein Pokéball. Ich gehe mal auf dem Fahrrad. Das ist genauer. Beleber. Okay, mehr Items, die wir verkaufen können. Das ist nice. Wird's wirken nicht mehr. Yes. Nochmal neu setzen. Gut, das war dann die Route an sich, glaube ich, ne? So etwas. Wir können hier nochmal rüber schwimmen. Oben ist vielleicht, glaube ich, noch ein Item oder so, aber das nehmen wir mit. Und die Musik? Die Musik? Nein! Goddammit. Was sind diese Roller Skates, Mann? Fühlen sich an, als ob man auf Eis laufen würde. So, im Wasser will ich definitiv keinen Encounter haben. Nur 100%. Oh mein Gott, bitte. Geh einfach durch, danke. AP Plus kann man gebrauchen für später, klar. So, und dann surfen wir. Was gibt es hier denn? Ah, da kommt man nicht rauf. Die Musik in der 6. Gen ist schon wirklich geil, ne? Also man kann über die 6. Gen sagen, was man will. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon, dass man in Anführungszeichen 7 Rivalen hat, gefühlt. Und die Story ist auch keiner, ne? Aber die Musik ist nice, die Pokémon sind an sich nice. Ja. So, und was gehe ich jetzt? Eine Eisattacke wäre nicht so prickelnd. Ich glaube, ich gehe einfach in Melody, weil die auch noch 46 ist. Austausch könnte auch Donnerblitz haben, aber das juckt uns nicht. Ich glaube, wir machen mehr Schaden als er. Stachler sogar, ha? Huh? Okay. Hat Wandlungskunst. Jetzt sind wir nicht mehr effektiv. Das heißt, nicht mehr neutral, meinte ich. Dornkanone nimmt den Typ normal an. Ist okay. Kann weiterhin surfen. Das ist dann Stab, trifft normal.
Sollte gut Schaden machen. Ja, man hat jetzt nicht die Ability, womit es immer fünfmal trifft. Was ist das für eine Beere gewesen? Ach so! Eine Rosellbeere oder Roselbeere da. Diese Knallschlagbeere. Ich verstehe. Okay, cool. So, was ist hier? Angriff plus. Ja, 100 Poké-Dollar. Ist okay. So. Kommt dann hier langsam das Haus? Ja, hier sind diese Ruinen mit dem Haus. Oh Gott, wir haben hier einen Doppelkampf. Guck erstmal, was es hier gibt. Schutz wirkt nicht mehr. Benutzen, yes. Oh, hier können wir einfach rüberspringen. Okay, cool. Hier gibt es Hyperheiler. Hat sich etwas gelohnt. Nicht ganz, aber schon. So, dann nehmen wir eben das Fahrrad. Wir könnten den Doppelkampf skippen, aber das will ich nicht. Das will ich tatsächlich nicht. So, dann machen wir einen Doppelkampf mit Dugout und Melody. Melody ist ein bisschen angeschlagen. Geben wir Melody mal einen Hypertrank. Ich muss mir definitiv Supertränke oder irgendwelche, so Limonade oder irgendwas anderes besorgen. Definitiv. Damit ich so kleine KP-Rückstände, sag ich mal, heilen kann. Xiaogon und Tandrak. Das war Giftdrache und Psycho. Das heißt, Dugout muss definitiv raus, weil wir jetzt wahrscheinlich eine Giftattacke fressen. Ich könnte in Rocky gehen. Ich weiß nicht, was Xiaogon hat, wegen G. Ich könnte aber in Doppli gehen, dann resisten wir alles. Beziehungsweise sollte jetzt eine Giftattacke machen. Funktioniert das gar nicht. Aber wer weiß, ob die Dugout jetzt fokussen. Weil eine Giftattacke ist effektiv, dann kommt Xiaogon vielleicht mit Psychoschock oder so, oder Psychokinese oder was weiß ich, und dann eher uncool. Deswegen gehe ich in Chief. Und drop einfach einen Eisstrahl gegen Tandrak. Das sollte ja sterben. Stab, sehr effektiv. Mäßiges Wesen. Sollte einfach umfallen, oder? Reflektor sogar ist setup. Okay. Es stirbt nicht. Krass. Matschbombe, aber auf Melody. Warum auf Melody? Ha. Ich weiß nicht, ob Schmarotzer killt, weil Xiaogon eventuell gar keinen Angriff hat. Ich mach nochmal einen Eisstrahl. Vielleicht haben die einen Heiltrank. Weiß man nicht. Ja. War klar. Vielleicht killen wir. Na. Plus Schmarotzer und so. Ich glaube, Flammenwurf hätte mehr gemacht, ja. Aber ist okay. Wunderauge. Okay. Das ist sowas wie diese Scan-Attacke. Warte mal, ich könnte einen Flammenwurf auf Tandrak machen. Das resistet, würde aber sterben. Und einen Eisstrahl-Stab auf Xiaogon, was eventuell auch stirbt. So, ich glaube, das war klüger. 48 Chief. Ich muss auch mal gleich, beziehungsweise nach der Aufnahme mache ich das, gucken, was unser Cap ist. Aber ich glaube bestimmt irgendwas über 50. Holzgeweih. Das ist kinda nice. Ich glaube, ich mache das gegen Samenbomben weg. Ja. Es war nur 5 weniger Schaden, aber wir heilen uns. Und haben noch Synthese. Okay, das Pokémon hat irgendwie keine Attacken. Sollte eigentlich, aber... Keine Ahnung. AI oder so. Pega, I don't know. Naja, das war ja dann kein heftiger Doppelkampf. Mehr Pokémon hätten den Doppelkampf gut getan. Aber gut, ja, Hydropumpe, nice.
Surfer brauchen wir auf jeden Fall. Donnerblitz brauche ich wegen Coverage, Eisstrahl auch. Schutzschild haben wir gebraucht öfter, aber Schutzschild hat uns jetzt nicht wirklich unser Arsch gerettet immer, oder? Wir konnten, glaube ich, nur bei Citro damit ein oder zwei Runden ausstallen. Aber im Großen und Ganzen hat uns das am Ende dann doch gefickt, das Ausstallen. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach Schutzschild weg gegen Hydropumpe. Ich meine, wir können jederzeit wieder Schutzschild lernen, das ist gar kein Problem. Ich glaube aber tatsächlich, dass uns Schutzschild nicht mehr so viel bringt. Eventuell bei der Top 4 wieder, glaube ich. Maybe. So, dann. Ich lasse Doppli einmal hier. Ich lasse so die Aufstellung, wie sie ist. Ist okay. So. Gut. Wir könnten noch runter surfen. Ist hier unten was? Ich will mal alles nachchecken. Hier unten ist sogar was, tatsächlich. Wo ist unser Itemradar? Wo ist das Item? Hallo? Hä? Hier ist kein Item. Doch. War aber genau da, wo ich da stand. Prachtfeder. Ja. War das jetzt worth? Ich glaube weniger. Ich glaube weniger. So. Holo-Nachricht erhalten. Auch von Florian wieder. Die Nervensäge. So, hier ist noch ein Item. Wahrscheinlich im Haus selber, ne? Weil hier ist ja nichts. Und das ist wahrscheinlich oben oder so. Gut. Freunde, ich würde aber auch sagen, ich mache hier einfach einen Cut. Die Folge geht auch schon wieder 21 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Das Support ist kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf dieser Route in aller Frische wieder und holen hoffentlich einen guten Encounter unten im Haus. Weiß nicht, was besser ist, oben oder unten. Ich habe keine Ahnung. Whatever, wir sehen uns. Haut rein, ich bin raus. Peace.